Es ist Dienstag, der 7.12. und wir haben gerade wieder die neue Ausgabe Heiko Thieme Club aufgezeichnet. Und natürlich sprechen wir über den Markt, über den Rücksetzer, über die Erholung und natürlich sprechen wir auch über Corona. Irgendwie scheint ja diese Corona-Angst, diese Omikron-Sorge, die wir in den letzten Tagen ganz häufig gesehen haben, gerade irgendwie ausgepreist zu werden. Herr Thieme, woran liegt es denn? Es liegt einfach daran, dass man also hier etwas nervös wurde wegen der ersten Nachrichten. Aggressiver ist es als das, was wir bisher von Delta kannten und von der Covid-19. Aber es ist in seinen Auswirkungen nicht so brutal, wenn man will. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, es ist ein eigentlich geringerer Virus mit Aggressivität. Und das hat zur Entspannung geführt. Und das wird sich auch wahrscheinlich, wenn es so sich fortsetzt, die Weihnachtszeit nicht nur retten, sondern gut gestalten lassen. Wir werden natürlich Masken tragen, auch Abstand halten. Fußballstadien werden nicht voll sein, werden teilweise sogar ohne Publikum stattfinden, weil wir vorher übertrieben hatten. Aber ich glaube, eine gewisse Normalität zur Weihnachtszeit ist gegeben, auch wenn uns die Weihnachtsmärkte natürlich fehlen. Das ist bedauerlich. Nur damit werden wir fertig werden müssen. Und das hat die Börse zur Entspannung gebracht. Und wir waren ja auch in einem Angstfaktor umgeschlagen von einer Euphorie zuvor noch. Ich erinnere daran, wir waren ja euphorisch bis Mitte November und plötzlich schlug es um. Und diese extremen Schwankungen, die werden wir weiterhin erleben. Aber ich glaube, jetzt sieht es so aus, dass das Weihnachtsfest tatsächlich etwas gelassener gefeiert werden kann. Die Weihnachtsrallye kann sogar kommen, obwohl ich das vor 48 Stunden noch anders kommentiert hätte. Also es sieht grün aus auf der Börsenampel. Nur wer jetzt erst anfängt zu kaufen, der kommt ein bisschen spät. Man hätte also vor 2 Tagen zulangen können, beziehungsweise am Montag und Freitag und nicht jetzt erst am Dienstag. Und mal abwarten, wie es weitergeht. Wir haben aber viele Empfehlungen ja auch besprochen, die man machen kann. Und das Thema Bitcoin haben wir angegangen. Wir haben auch einige Hebelprodukte genannt. Aber ich bleibe dabei. Ich kaufe gerne Werte, wenn sie gefallen sind und nicht, wenn sie steigen. Das ist nun mal die antizyklische Strategie, die ich unverändert vertrete. Und das seit mittlerweile über 40 Jahren. Ja, jetzt sagen Sie, wenn man hätte mal kaufen sollen vor ein paar Tagen. Vielleicht ist man jetzt schon zu spät dran. Vor einer Woche habe ich gefragt, war es das jetzt mit der Jahresendrallye? Ja, dann frage ich doch jetzt umgekehrt, war es das mit der Korrektur? Wir haben ja noch gar keine richtige Korrektur gesehen. War ja dann eigentlich nur ein Rücksetzer. Es ist richtig, oder eine Konsolidierung ab 5% sprechen von einer Konsolidierung. Wir haben jetzt also ein Minus gesehen, was in der 7%-Marke ungefähr war. Und das sind immerhin 70% der Korrektur, die jetzt 10% sein sollte. Also ganz hat es nicht gestimmt bisher. Kann kommen, muss nicht kommen. Aber ich glaube, jetzt können wir erstmal davon ausgehen, auf die Frage in den Raum stellen, wann kommt wieder die 16.000-Marke ins Blickfeld? Und wir brauchen eigentlich nur 2 Tage wie den gestrigen Tag zu haben, nicht wahr? Und dann hätten wir also schon wieder neue Höchststände. Also kurzum, es ist sehr, sehr flüssig, was wir sehen. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe, das Reinhören ist auch für die Nicht-Clubmitglieder interessant. Man sollte sich wirklich die Zeit einmal nehmen, um zu hören, was wir beide hier diskutieren. Und wir haben ja auch Sport, Freude und Spaß daran und man kann übrigens auch dabei noch Geld verdienen. Ja, indem man nämlich die richtigen Aktien kauft. Wir reden ja nicht nur über den DAX, wir reden über eine ganze Liste Aktien. A, B, C, D, E, F, G. Natürlich zähle ich sie hier nicht auf. Wer es wissen will, hört rein in den Club. Herr Thieme, soweit vielen Dank. Bitteschön.